Du hättest mich sehen sollen. Ich habe diesen Zombies gezeigt, wer der Boss ist. Das ist schräg. Da kommt Chloe. Sie sieht heute Morgen ein wenig spröde aus. Winken wir zurück? Ah, ihre Hand! Upsi. Warum passiert das immer wieder? Teil des Stresses eines Untoten. Habe ich recht? Ah, ekelhaft. Das ist besser. Ah, bloß weg hier. Dieser Tag fängt gut an. Denkst du, Zombies mögen keinen Tratsch? Zumindest sind sie aufmerksame Zuhörer. Sie hat dich aufgerufen, Chloe. Viel Glück. Das wird hart werden. Denkst du, du kannst das lösen, Chloe? Diese Hand sollte besser bereit sein. Also, hebst du das auf? Jetzt versuche es. Okay, machen Zombie-Gehirne überhaupt Mathe? Denn dieses hier sieht tot aus. Warum starrt sie so? Ich schätze, wir werden das morgen fortsetzen, aber du bekommst heute eine 6. Okay. Wenigstens hast du dein Bestes gegeben. Es ist okay, Chloe. Ich weiß, was dich aufmuntern wird. Sag Cheese. Und noch eins. Aber jetzt nutzen wir die Magie der Perspektive. Fragst du dich, wie es aussieht, wenn dein Kopf im Glas steckt? Einfach das Bild reinschieben. Sobald es sitzt, mach den Deckel drauf. Sieht ziemlich cool aus, oder? Die Schüler sind weg und ich hab frei. Ich werde das später benoten. Ist das... Das kann nicht sein. Chloes Kopf! Frau Appleby? Wie kannst du dort und hier sein? Sieh an, wer jetzt versagt. Hier ist mein Telefon. Gebt eure Handys vor dem Test ab. Ja gut, geben Lehrerin, was sie will. Ein Hackeball? Nein! Zombie Eva, stopp! Zerhack nicht die Lehrerin! Warte, was ist das? Eine Telefonhülle, die wie ein Hackeball aussieht? Hallo, Kate. Ich habe sie gebeten, ihr Telefon abzugeben. Hier ist Zombie-Handy, wie Lehrerin haben wollen. Zeit für Zombie-Test zu machen. Oh, so viel Drama wegen eurer Telefone. Sorry, hier haben sie's. Oh, Teenager. Jetzt ist meine Chance. Was für ein tolles Telefon. Oh. Hallo? Ja, ich telefoniere mit einem Hackeball-Telefon. Das macht so viel Spaß. Ich will nur meine Augen ausruhen. Nein, konzentrier dich. Selbst der Lehrer kann nicht wach bleiben. Oh, oh, ich döse wieder ein. Lebende Menschen sind oft kaputt. Schau dir all das lebendige Fleisch an. Nur ein klitzekleiner, winziger Bissen. Ah! Warte, was mache ich hier? Ich darf nicht zubeißen. Aber ich kann ein bisschen Spaß haben, oder? Ich leihe mir nur Ellies Make-up aus. Dieses Zeug ist wie Magie. Zeit für ein klein bisschen Horror. Benutze rosa Lippenstift, um 3 Markierungen zu machen. Verteile sie, um einen rosa Fleck zu bekommen. Wenn das erledigt ist, nutze Körperfarbe, um Markierungen aufzuzeichnen. Diese kleinen Striche werden die Zahnabdrücke. Mehr Farben machen sie dynamischer. Jetzt mach diese Linien weicher. Nimm dafür einen Blender zum Verwischen. Nutze helle Linien, um blaue Flecken zu imitieren. Nach so einem Bissen hättest du eine Menge davon. So ist es richtig. Dieser Biss sieht super echt aus.
Und jetzt ist Showtime! Was? Du hast mich gebissen? Verwandle ich mich jetzt in einen Zombie? Vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Nein, das ist das Schlimmste. Mein gesamtes Leben ist ruiniert. Sollte das nicht wehtun? Das ist nur Make-up. Sehr witzig, Chloe. Zombie werden viel besser in Kunstunterricht. Oh, meine Haare fallen mir ständig ins Gesicht. Haare aus dem Weg. Ach, so frustrierend. Ich stecke sie hinter meine Ohren. Na, das ist besser. Oh nee, meine Haare sind in der Farbe. Nee, jetzt habe ich blaue Haare. Der Tag ist der schlimmste. Zombie-Freundin Kate in Schwierigkeiten. Zombie haben Lösung für Kates Haarproblem. Kate, nutzen Zombie-Haarreif. Es helfen. Sieht aus wie normaler Haarreif. Danke, Zombie. Das wird super funktionieren. Kate braucht das auch. Ah, ein Messer. Oh, nimm dein Haarreif zurück. Ich brauche ihn nicht so dringend. Nein, Kate, keine Sorgen. Das ist falsches Messer. Ist kein echter Messer. Okay, ich hab's kapiert. Zombie haben gute Idee für Messer und Haarreif. Zombie schneiden Messerklinge und Griff ab. Jetzt Zombie nehmen einfach Haarreif und brauchen auch Klebepistole und Kleber. Kleber kommen außen auf Haarreif herum. Haha, gut, nun weiterer Schritt. Nehmen Griff von falschem Messer und kleben auf Haarreif. Muss festsetzen. Nehmen jetzt falsche Messerklinge und kleben auf andere Seite von Haarreif. Gesamte Klingenkante muss festkleben. Kleber trocken, Projekt fertig. Kate, Zombie machen das für dich. Haarreif im Zombie-Stil. Oh, wow. Das ist toll, Zombie. Zeit, ihn aufzusetzen. Vielen Dank, Zombie. Oh, das bringt mich auf eine gute Idee. Lass uns einen Streich spielen. Zombie finden das auch gute Idee. Zombie benutzen Messer bei Kate. Was ist denn da hinten los? Ist das Kate mit einem Messer im Kopf? Zombie-Eva hat Kate getötet. Er ist drauf reingefallen. Oh, das hat super funktioniert. Wir sind ein gutes Team, Zombie-Eva. Vergesst nicht, alle Aspekte der Rose einzufangen. Das ist wichtig für ein akkurates Stillleben. Kunst, mein Lieblingsfach. Oh, das war die Klingel. Zeit für mich, eure Arbeit zu überprüfen. Okay, zeig mir, was du hast. Oh, sehr schön. Bravo, das hast du gut gemacht. Ich bin sehr zufrieden mit deinen Fortschritten. Nun, Zombie-Eva, zeig mir deine Arbeit. Oh, was ist das? Warum ist da eine Knochenhand, die die Rose hält? Knochen halten Rose, stehen für Leben und Tod. Das ist ziemlich makaber. Zombie kann reparieren, braucht nur ein Auge. Was machst du da? Nee, bitte nicht. Augen kommen nicht raus. Ach du meine Güte. Auge reparieren, Zeichnung für Zombie. Zombie löschen Bild. So, Zeichnung weg. Jetzt muss Auge zurück. Auge rein. Auge zurück in Kopf. Kann wieder sehen. Oh meine Güte, was ist passiert? Warum liege ich auf dem Boden? Oh, Eva, du darfst deine arme Lehrerin nicht so erschrecken. Nicht wirklich, Zombie-Auge. Oh, nur Radiergummi. Zombie machen, indem normalen Radiergummi nehmen. Dann mit Pinsel und Farbe. Sehen sehr gut aus. Nächster Schritt, neue Farbe. Blaue Farbe um schwarze Farbe herum. Muss sorgfältig malen, um Kreis sauber halten. Fertig, jetzt rote Farbe. Malen Zickzacklinie von Blau bis Rand zu Kreis. Malen rot um ganze Radiergummi herum. Letzten weißen Punkt in schwarz nicht vergessen. Radiergummi fertig. Sieht aus wie Zombie-Auge. Oh, das ist ein falsches Auge. Wie clever.